auf der Straße zu tanzen, ist für meine Familie was ganz, ganz Schlimmes. Weil sie denken, eine Frau darf nicht auf der Straße tanzen. Und ich verstehe es nicht, weil sie gehen in Hochzeiten und da tanzen sie gemeinsam mit Männern zusammen. Das ist dann nicht schlimm. Heute in meiner Heimatstadt Berlin unterwegs. Gleich treffe ich Hafsa. Auf sie aufmerksam geworden bin ich bei Facebook. Hafsa postet Tanzvideos von sich. Auf den Straßen von Berlin-Neukölln und bei sich zu Hause. Erst noch mit Kopftuch. Hafsa ist Muslima und will ein liberaleres Leben führen, als sie es bisher tat. Ich war etwas überrascht, was sie als erstes Treffen vorgeschlagen hat. Taekwondo-Training in Kreuzberg. Nach 30 Jahren hat Hafsa vor kurzem ihr Kopftuch abgelegt. Was sie dafür auf sich nimmt, will ich die nächsten Tage rausfinden. Ich hatte vor, meine Tochter hier anzumelden, vor 4, 5 Monaten. Und dann war ich hier und habe gesagt, warum mache ich das nicht? Und warum Taekwondo für deine Tochter? Aus welchem Grund? Ich habe meine Tochter bewusst hierher gebracht, weil ich wollte, dass sie mehr Selbstbewusstsein hat und das Gefühl hat, sich zu schützen, wenn jemand sie angreift. Also es ging mir um sozusagen Selbstschutz. Kennst du das Gefühl, dass du das Bedürfnis hast, dich zu schützen? Ja, sehr oft. Ungefähr vor 4, 5 Jahren wurde ich zum Beispiel von einem Mann von hinten einfach geschubst auf der Straße. Und der ist danach einfach weggerannt. Und ich wusste gar nicht, wie ich damit reagieren soll und was ich machen muss. Und ich hatte immer schon das Gefühl, dass ich mehr lernen muss, so Selbstverteidigungstechniken zu wissen, hatte ich immer schon das Gefühl. Also man muss schon schaffen, Stopp zu sagen. Und darum geht's mir. Also das war auch mein Ziel, dass meine Tochter auch mehr lernt, Stopp zu sagen, wenn jemand sie angreift. Du stehst ja ein bisschen in der Öffentlichkeit, ne, durch deinen Facebook-Auftritt und so weiter. Hast du dadurch auch Bedrohungen erfahren? Seitdem ich Facebook habe, wurde ich wirklich sehr oft bedroht, weil ich irgendwie den Islam schlecht darstellen würde oder ein schlechtes Vorbild für Mädchen und Frauen sei. Würde ich Tanzvideos posten, käme niemand auf die Idee, mich anzufeinden, weil ich ein schlechtes Vorbild sei. Hafsa und ich sind ähnlich alt, leben beide in Berlin. Hafsa ist sogar in Berlin geboren und aufgewachsen. Der große Unterschied ist eigentlich nur, sie ist Muslima. Und damit gehen anscheinend immense Erwartungen an sie einher. Okay. Wow. Mario, seit wann trainierst du Hafsa? 4, 5 Monate ungefähr. Okay. Hast du eine Entwicklung gesehen bei ihr seitdem? Ja, auf jeden Fall, ja. Koordinativ schon viel besser geworden. Selbstbewusstsein ist schon extrem gewachsen. Also ein bisschen war schon da, aber sie hat sich viel mehr rausgetraut in letzter Zeit aus sich selber so. Sie hat mir einiges anvertraut, was ich auch also sehr schön finde und auch dankbar dafür bin, dass sie mir das anvertraut hat. Ja, also ich bin ganz glücklich, wie sie sich jetzt hier gerade entwickelt, was hier gerade passiert. Also, ne? Dass sie auch den Mut hat, diese Schritte zu gehen, die sie gerade geht. Ne? Okay, dann von oben nach unten. Ne? Alles klar. Wow. Also ich habe ihr auch angeboten, wenn was ist, sie kann immer hier hinkommen. Oder wenn sie Hilfe braucht, soll sie mich anrufen. Ne? Das ist also das Taekwondo-Studio zu einem Art Safe Place? Genau. Also hier... Ja, das ist ja die Burg, sag ich mal so. Hast du auch das Gefühl, das hier ist eine Burg für dich? Auf jeden Fall.
Ja? Denke ich, ja. Naja, hier im 6. Stock, dann macht man die Zugbrücke hoch und dann ist man in Sicherheit. Einfach ein neutraler Platz. Bei uns gibt es sowas wie Religion, ethnische Herkunft oder sowas gibt es hier nicht. Genau, das wir sind alle Menschen gleich hier, ne? Mario ist ein Mensch, der in der Gesellschaft wirklich ein Vorbild ist, denke ich. Dankeschön. Und solche Menschen brauchen wir. Das gibt mir Mut und deswegen sehe ich diesen Ort auch als Burg in meinem Leben, auf jeden Fall. Ach. Hafsa braucht diese Burg, um sich sicher zu fühlen. Mir ist oft gar nicht bewusst, wie frei ich bin. In meinen Entscheidungen, in meinen Handlungen. Ich muss keine Angst haben, auf den Straßen Berlins bedroht zu werden, kann mich überall frei bewegen. Und keiner sieht mir an, ob ich irgendeiner Religion angehöre. Hafsa hat mich auf einen Tee zu sich nach Hause eingeladen. Mal wieder ein Anlass, die besten Baklava der Stadt zu holen. Ui, das sieht aber auch lecker aus. Ich hoffe, es schmeckt dir gleich. Und kann ich dir was helfen? Türkisch Tee, sehr gerne. Hier Wasser reintun. Mhm. Ich lege schon mal mit der kleinen Kanne. Das kommt sogar ganz in die Mitte. So, wie schön. Vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Das ist süß. Es ist gleich eine. Hafsa ist jung Mama geworden. Ihr Sohn ist 14, ihre Tochter 12. Ich habe 2 Kinder und bin alleinerziehend. Zurzeit ist es so, dass ich mit meiner Tochter alleine lebe, weil mein Sohn 14 Jahre alt. Wir haben hier nur 2 Zimmern und er wollte für eine Zeit lang bei seinem Vater leben. Ist es okay für dich oder seht ihr euch? Das ist völlig okay für mich. Ich finde es nicht richtig, wenn man Eheprobleme mit Problemen mit den Kindern irgendwie vertauscht. Also ich kann es trennen. Mein Ex-Mann ist mein Ex-Mann, aber er ist auch ein Vater. Deswegen habe ich kein Recht, irgendwie zu sagen, du darfst nicht zu deinem Vater oder du darfst deinen Vater nicht sehen. Ich sehe diesen Menschen seit 12 Jahren nicht mehr. Ich bin seit 12 Jahren geschieden. Mhm. Es war ein Zwangsheirat. Und ich war die erste Frau, die sich geschafft hat, überhaupt von der Familie zu trennen. Mhm. Es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit gewesen. Und ich habe 10 Jahre gekämpft, damit ich mich von diesem Mann schaffe zu trennen. Also es war wirklich sehr schwierig. Sehr viele Anzeigen musste ich machen und wir hatten auch sehr viele Gerichtstermine. Und das habe ich alles hinter mir. Aber es war nicht einfach. Ich wurde mehrmals bedroht und zurzeit habe ich auch keinen Kontakt mit meiner Familie, meiner eigenen, weil ich eine liberale Frau bin. Obwohl ich niemandem was Schlimmes antue oder angetan habe. Heimat, zu Hause, war dein Kopftuch auch so ein bisschen Heimat? Was sehr für mich gar nicht verständlich ist, dass manche Menschen denken, dass ich jetzt frei bin und vorher nicht frei war. Das ist gar nicht so. Ich war auch vorher frei. Ich habe mich auch vorher frei gefühlt. Und jetzt fühle ich mich auch frei. Meine Tochter wollte in der 4. Klasse auch Kopftuch tragen. Ich habe es nicht erlaubt, weil ich denke, man muss sich erst mal selber kennenlernen. Nicht nur sich selber, sondern auch wissen, warum trägt man das Kopftuch und was bedeutet das. Mhm. Wenn man es nicht weiß, dann sollte man auch kein Kopftuch tragen. Und außerdem ist es sehr wichtig, dass man einen gewissen Alter auch erreicht hat, damit man überhaupt solche Entscheidungen treffen kann. Ja. Deswegen habe ich nicht erlaubt, dass meine Tochter Kopftuch trägt. Ich komme zu dir zu Besuch. Der Tisch ist voll. Du bist alleinerziehend. Du arbeitest Vollzeit. Und du bist ehrenamtlich tätig. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich habe also Ehrenamt ist in meinem Leben hat eine wichtige Stelle. Es ist so, dass wenn ich anderen Menschen helfe, dann ist es für mich eine sehr große Freude. Ich fühle mich als ob ich so viele Geschenke bekomme, die man gar nicht bezahlen kann. Zum Beispiel, wenn ich ältere Menschen besuche und wenn sie mich sehen und mich umarmen und fangen an zu weinen, weil sie niemanden haben, die sie besucht. Das gibt mir wirklich sehr viel Freude, weil ich den Menschen auch Freude geben kann. Und es ist ja nicht nur so, dass es dir ein gutes Gefühl gibt, du wurdest ja auch richtig ausgezeichnet dafür, ne? Ja, ich habe eine Einladung bekommen von Herrn Hekel, Bürgermeister in Neukölln. Und ich habe aber erst mal überlegt, ob ich daran teilnehmen soll. Warum?
Hast du dich auch gefreut trotzdem über diese Auszeichnung? Was bedeutet sie dir? Irgendwo habe ich mich gefreut, weil als Frau sowas zu bekommen, ist für mich sehr wertvoll. Ich denke, dass viele Frauen gesehen haben, dass ich ein Ehrennadel bekommen habe. Und ich denke, sie werden auch motiviert, auch sowas zu machen. Ich würde gerne die Ehrennadel sehen. Hast du die okay, irgendwo? Okay, ja, ja? Bringe ich dir sofort. Mal. Darf ich in der Zeit auch noch was essen? Bitte, es unbedingt. So soll ich dir noch einen Tee? Nee, das, ja? Das reicht. Okay, alles klar, bin sofort da. Bitte schön. Ach so klein, ich dachte, das wäre so ein großes. Nein? Zeig mal. Darf ich? Ja, natürlich. Was steht denn da drauf? Neukölln. Das ist das Neuköllner Stadtwappen wahrscheinlich. Ne? Ja. Und da, das heißt, du könntest die hier am Revier tragen. Genau, genau. Jeden Morgen anziehen, bevor du in die Arbeit kommst. Hafsa hat mich gebeten, sie zu filmen, wie sie vor dem Brandenburger Tor tanzt. Für ihren nächsten Facebook-Post. Ich bin gerade beeindruckt, wie selbstbewusst sie einfach lostanzt. Ich hätte Hemmungen. Und ich bin Schauspielerin. Aber bei Hafsas Tanzen greifen ganz andere Kategorien. Sie tanzt sich irgendwie frei. Also auch wenn ich so toll tanzen könnte wie du, ich würde mich das niemals trauen, mich da einfach hinstellen, die Musik anzumachen und vor den Leuten zu tanzen. Wie kamst du dazu? Oder was ist die Idee dahinter? Ich bin morgens aufgestanden und habe meine Kinder darum gebeten, ob sie so nett sind, mich aufzunehmen. Und habe währenddessen getanzt. Und war aber zuerst zu Hause oder gleich schon im öffentlichen Raum? Erstmal zu Hause. Mhm. Nachdem ich diese Videos veröffentlicht habe, habe ich gesehen, wie die Reaktionen von einigen Menschen waren. Also von vielen Menschen bekam ich positive Rückmeldungen, aber von einigen war das so, dass ich auch Hasskommentare gelesen habe. Von wegen, warum tanzt du? Du bist doch Muslima, du trägst Kopftuch. Am Anfang habe ich tatsächlich mit Hasskommentaren auch also zurückgeantwortet, ich habe reagiert. Heute ist es so, dass ich gar nicht mal reagiere. Das macht dir auch nichts mehr aus? Oder? Das macht mir nichts mehr wirklich aus. Wirklich nicht? Ist es nicht so? Weil tatsächlich, ich finde es nicht schön. Also das heißt, sag mir, wie geht man damit um? Oder gibt es auch noch immer wieder Kommentare, die dich dann doch angreifen, die dich doch treffen? Ich habe ja mein Kopftuch abgelegt vor circa 2 Monaten. Und da habe ich auch sehr viele Hasskommentare bekommen, auch Bedrohungen. Ich soll in der Öffentlichkeit sagen, dass ich keine Muslima bin, weil ich irgendwie ein tschechisches Vorbild sei für Mädchen und für junge Frauen. Diese Kommentare waren zum Beispiel von Muslimen, von Frauen und auch von Männern. Und das hat tatsächlich mich nur traurig gemacht. Ich habe keine Angst bekommen. Okay, aber du hast gesagt, das hat dich noch mehr dazu gebracht, noch weiter zu tanzen. Erstens, das hat mich noch mehr gebracht, noch weiter zu tanzen. Und zweitens habe ich halt Rückmeldungen bekommen von Menschen, die es auch nicht leicht haben im Leben. Sie haben mir mitgeteilt, dass sie meine Lebensfreude miterleben und dass diese Lebensfreude auch ansteckend ist. Das habe ich gerade gemerkt, das ist nämlich schön, weil wenn du tanzt, ist es lustig, die Leute reagieren alle total positiv auf dich. Die lächeln, wenn sie dich nicht sehen. Alle, nicht alle. Sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele. Immer wenn ich tanze, sehe ich ganz viele Personen, die mich dabei anlächeln, die danach klatschen oder die mich umarmen. Aber nachdem ich mein zweites Video gedreht habe, habe ich gemerkt, dass auch einige AfD-Wähler mich angreifen, weil ich ein Kopftuch trage und auch in der Öffentlichkeit gesagt habe, ich tanze, weil ich mich frei fühle. Und die Personen haben mich dann angeschrieben und meinten, ja, leg dein Kopftuch ab, weil sonst ist es ein Widerspruch, du bist nicht frei, rede nicht so einen Mist. Und sowas haben sie mir geschrieben. Aber was macht das mit dir?
Ich habe nachts viel darüber denken müssen, wie gehe ich jetzt damit um. Ich habe Kinder, ich möchte meine Kinder auch schützen. Hat es dir Angst gemacht auch? Es hat mir Angst gemacht, meinen Kindern vielleicht Schaden hinzuzufügen. Das war meine Angst. Mhm. Aber danach habe ich gesagt, ich werde so bleiben, wie ich bin. Ich werde das tun, was ich für richtig halte. Und dann bin ich erst ein gutes Vorbild für meine Kinder. Hafsa will vor allem ein gutes Vorbild für ihre Kinder sein. Das erinnert mich an Hülya, die ich für eine andere Folge getroffen habe. Sie lässt sich nicht von Hindernissen einschränken. Sie geht sie an. Mit ihrer Behinderung. Hülya hat sich auch von gesellschaftlichen Normvorstellungen und Erwartungen an sie befreit, um ihren eigenen Weg zu gehen. Wie Hafsa. Ich hole Hafsa im Gesundheitsamt ab, wo sie arbeitet. Das heißt, weil einfach, du hast schon immer gerne mit Kindern und Jugendlichen zu tun immer, gehabt? Immer, ja, immer. Ich habe aber nicht nur mit Kindern und Jugendlichen zu tun gehabt, sondern auch mit älteren Menschen, mit Eltern, mit Obdachlosen arbeite ich auch sehr gerne zusammen. Also einfach mit Menschen? Ja, genau, mit Menschen. Früher hat Hafsa als medizinische Fachangestellte gearbeitet. Dann kamen ihre Kinder auf die Welt und Hafsa war jahrelang für sie da und ehrenamtlich für andere aktiv. Vor 2 Jahren hat sie dann eine Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen. Hallo! Das ist ihre Tochter. Tschüss, Sumera, bis später, ja? Tschüss, tschüss. Hallo, tschüss, tschüss. Ich habe dann aber nicht als Erzieherin begonnen, sondern habe mich im Gesundheitsamt beworben, weil wegen der Pandemie hatte ich halt durch die Medien mitbekommen, dass das Gesundheitsamt Personalmangel hat. Und dadurch habe ich mich dann hier beworben, weil ich einfach als Teil der Gesellschaft dazu beitragen wollte, die Pandemie zu bekämpfen. Mhm. Und was bedeutet es für dich, berufstätig zu sein? Berufstätig zu sein bedeutet für mich, stark zu sein. Berufstätig zu sein war für mich sehr, sehr wichtig, immer schon. Besonders für eine Frau, denke ich, sehr, sehr wichtig, weil ich fühle mich dann halt unabhängig. Ich verdiene mein eigenes Geld und das ist mir sehr wichtig. Wie hat deine Familie darauf reagiert? Also ich bin das 7. Kind von einer Gastfamilie. Ich habe noch 5 ältere Schwestern, einen älteren Bruder und mein anderer Bruder, der ist 90 geboren, der lebt mit meiner Mutter, hat 3 Kinder. Und ich bin tatsächlich immer schon anders gewesen. Meine Mutter hat mehrmals mir gesagt oder sagt es immer noch, dass ich irgendwie im Krankenhaus verwechselt worden bin, dass ich ein deutsches Mädchen sei. Aber das sagt sie halt nur, weil ich halt so ticke, wie ich bin. Ich gehe mit meinen Freunden essen, auch abends. Ich habe Kumpels, mit denen ich telefoniere, mit denen ich ganz frei reden kann über meine Gefühle oder über mein Leben. Das kommt aber bei manchen Muslimen nicht gut an, weil sie sagen, eine Frau darf zum Beispiel mit einem Mann nicht alleine irgendwo sitzen und irgendwas essen. Für mich ist das keine Frage. Ich hatte ein Auto, aber habe mein Auto im April verkauft. Mhm. Und seitdem fahre ich manchmal mit den Öffentlichen und manchmal mit meinem Fahrrad. Aber mit dem Fahrrad macht es mir mehr Spaß. Warum hast du dein Auto verkauft? Ich konnte es mir nicht mehr finanziell leisten, weil das alles sehr teuer geworden ist, Benzin. Und außerdem habe ich auch
sehr schwierig, Parkplätze gefunden. Und in Berlin ist es wirklich sehr, sehr schwer, keine Strafen zu bekommen ja. wegen Parkplätzen. Ja, das stimmt. Und, das wird teuer ja. durch die Strafzettel, ne? Ja, genau. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass ich tatsächlich selten Frauen, Muslime mit Kopftuch auf dem Fahrrad sehe. Ja. Wie haben denn die Leute damals geguckt? Hast du das gemerkt? Wurdest du? Ja, ich habe das tatsächlich sehr oft gemerkt, weil mit Kopftuch, eine Frau mit Kopftuch auf dem Fahrrad waren wahrscheinlich für diese Personen sehr ungewöhnlich, weil die haben so komisch geguckt, immer wenn die Ampel rot wurde und ich gemerkt habe, dass sie gucken. Und jetzt ohne Kopftuch? Ist es natürlich für mich auch ganz anders. Weil ich kriege ja mehr Wind so ja. am Hals. Und vor allem, wenn es kalt wird. Jetzt in den letzten Tagen war es sehr kalt. Ja. Und da habe ich wirklich gesagt, mein Kopftuch fehlt mir. Weil zum ersten Mal waren meine Ohren ziemlich kalt. Zum ersten Mal. Sonst habe ich ja immer ein Tuch drauf gehabt. Te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Hallo. 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 Wunderbar. Setz mich mal einfach hier hin. Darf ich? Ah, danke schön. Hafsa. Vielen Dank. Eigentlich habe ich ja gedacht, dass du dir vielleicht die Haare machen lässt. Weil heute gucke ich nur zu. Du guckst nur zu? Okay. Dankeschön, vielen Dank. Ja, dann komme ich in den Genuss. Du bist es einfach noch nicht gewöhnt, ne? Ja, ich bin nicht gewöhnt, dass man irgendwie an meinen Haaren eine Frisur gibt. Weil ja? ich habe ja... Du weißt es nicht, Bruder, ich habe vorher Kopftuch getragen. Ach so, ja. Und dann habe ich mein Kopftuch abgelegt und ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Weil mit Kopftuch musste ich meine Haare zum Beispiel vorher gar nicht kämmen, wenn ich rausgehe. Jetzt muss ich ein bisschen drauf achten, wie sehe ich aus. Mit Kopftuch war es viel einfacher, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe nur ein Tuch mit einer Nadel tragen müssen und das war viel einfacher. Ich musste nur bügeln. Ja. Ich fühle okay. mich so wohl, aber... Dann kannst du heute angucken. Genau, dann kannst du schon mal zuschauen. Aber die Qualität unserer Haare ist natürlich sehr unterschiedlich. Mhm. Du hast natürlich so tolle Haare, Hafsa. Vielleicht kannst du so ein bisschen so Wellen machen, wie Hafsa hat. Dann können wir so als Zwillingsschwester, Partnerlook. Dann machen ja? wir heute nur Style, dass mhm. die Haare nicht so glatt lassen. Mhm. Machen wir ein bisschen so. Super. Ja. Gerne. Ist dein Laden, ja, Bruder? Ja. Ja? Seit wann? Ich bin neu hier, seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten? Genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sieht schön aus, ne? Ja, super. Danke. Hattest du so Festtagskopftücher, also die du nur bei besonderen Anlässen getragen hast? Meine ganzen Kopftücher waren sehr schön, denke ich. Ich hast du viele immer gehabt? Ja, sehr viele gehabt. Und was machst du mit denen jetzt? Ich habe sehr vieles schon verschenkt und ein paar müsste ich noch zu Hause haben. Aber die meisten habe ich schon verschenkt an Frauen und also die ich sozusagen kenne und wo ich den Eindruck hatte, dass sie finanziell irgendwie Sorgen haben, denen habe ich die Kopftücher geschenkt. Sie haben sich gefreut. Hast du das Gefühl, dass du sichtbarer geworden bist jetzt? Auf jeden Fall, weil unter dem Kopftuch war man ja ein bisschen versteckt. Mhm. Also so wurde es mir sehr oft gesagt. Bestimmt hast du schöne Haare, wie siehst du denn aus ohne Kopftuch? Wurde mir sehr oft gesagt, ja, das stimmt. Wolltest du der Welt auch mehr von dir zeigen, also mehr Hafsa zeigen? Nein, das war gar nicht mein Ziel. Ich wollte nur mein Kopftuch ablegen, weil ich mich so entschieden habe. Aber mehr Hafsa zeigen, so einen Gedanke hatte ich nicht. Mhm. Ich habe zwar danach in der Öffentlichkeit gezeigt, dass ich mein Kopftuch abgelegt habe, aber nicht deswegen, weil ich mehr Hafsa zeigen wollte, sondern einfach,
Deswegen, weil ich meine Entscheidung zeigen wollte. Hafsa macht ihr Ding. Das erinnert mich an Julia, die ich vor kurzem in ihrem Restaurant in Köln besucht habe. Julia kennt ihr Ziel ganz genau und arbeitet jeden Tag darauf hin. Hallo? Hallo! Hallo! Mit viel Disziplin und Fokus. Als Chef braucht man halt schon Motivation. Man muss immer mehr machen als alle anderen. Man muss das aber auch mit Liebe und mit Power machen. Man braucht Ehrgeiz, man braucht ein Ziel, auf das man konzentriert hinarbeitet. Wenn man weiß, okay, ich möchte Sterneköchin werden, ich kämpfe dafür. Und wie findest du? Jetzt muss noch gekämpft werden, oder? Einmal so. Ja. Cool. Wow. Hey, Frieda. Schön, dich kennenzulernen. Ja, wer bin ich? Taekwondo und Kopftuch weg, Neuorientierung im Beruf. Mit einem Ex-Mann ist es vielleicht so ein bisschen durchgefochten, die Kämpfe. Ist jetzt nicht Zeit auch für ein bisschen mehr auch Glück und Leichtigkeit? 2022 habe ich tatsächlich einige Veränderungen in meinem Leben gehabt. Das ist auch dann ein Neuanfang, ja. Ich habe sehr viele Menschen um mich herum, die das Herz auf dem rechten Fleck haben. Diese Menschen, das ist so wie Spiegeln. Wenn ich den Menschen Freude gebe, dann geben sie mir auch Freude zurück, Kraft zurück. Was bedeutet Freiheit dir? Freiheit bedeutet für mich Unabhängigkeit. Freiheit ist für mich sehr wichtig. Unabhängig wovon? Unabhängig, dass man die eigenen Interessen, eigene Meinungen vertreten kann. Unabhängig davon, was die Familie sagt, was die Nachbarn sagen, was andere Menschen sagen. Genauso wie mein Thema Kopftuch zum Beispiel. Ich habe wirklich 3 Monate lang selber mich selbst reflektiert, mein Leben reflektiert und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, ohne mich beeinflussen zu lassen von anderen Menschen. Das bedeutet für mich Unabhängigkeit. Hattest du schon immer den großen Wunsch, frei zu sein, auch wenn du an die kleine Hafsa zurückdenkst, die... Als Kind hatte ich diesen Wunsch, vielleicht nicht so offen. Ich meine, ich konnte noch gar nicht damit umgehen. Ich wusste ja nicht, was Freiheit bedeutet. Aber später, als ich dann Mutter wurde, habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass man wirklich schafft, auf den eigenen Beinen zu stehen und eigene Meinungen zu haben und das eigene Leben auch selber zu entwickeln. Und ich denke, jetzt bin ich so weit, dass ich sage, ich bin unabhängig, ich bin selbstständig und ich fühle mich frei. Die Begegnung mit Hafsa macht schon was mit mir. Wie selbstverständlich ich meine Freiheiten immer empfunden habe und sie Tag für Tag lebe. Und mit wie viel Widrigkeiten, Bedrohungen und vor allem Mut, das bei Hafsa verbunden ist. Wie zaghaft sie sich mit Mitte 30 gerade erst in ihrem allmählich erkämpften und mehr selbstbestimmten Leben zurechtfindet. Und dabei so aufblüht.